Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, der BER hat für uns, für Bündnis 90 Die Grünen, für die Fraktion hier im Abgeordnetenhaus höchste Priorität. Wir wollen, dass der endlich fertig wird. Aber offenbar sind wir davon noch meilenweit entfernt. Es gibt keinen Kostenplan, es gibt keinen Zeitplan und deshalb ist es richtig, diesen Antrag hier heute abermals zu beraten. BER ist kein Flughafen, sondern ein Projekt. So hat die Baustelle gestern der Vorsitzende Richter am Landgericht Potsdam bezeichnet, der die Air Berlin-Klage behandelt hat. Der hat gesagt, da gibt es gar keinen Flughafen, da kann man gar niemand versprochen haben, dass er da jemals fliegen kann und demzufolge kriegen die auch keine Entschädigung. Es ist sicherlich richtig, dass die keine Entschädigung unbedingt kriegen müssen, aber meine Damen und Herren, das macht doch deutlich, wie schlampig da gearbeitet wurde. Es gibt nicht mal Verträge mit den Fluggesellschaften, wann, wer, wo starten kann, obwohl gerade für Air Berlin ja ein Großteil der Ausstattung des Flughafens gedacht war. Für Air Berlin war gedacht eine spezielle Position am Pier. Für Air Berlin ist geplant worden mit dem A380 und vieles andere. Trotzdem gab es offenbar keinen Vertrag. Meine Damen und Herren, wir werden noch viel zu untersuchen haben in unserem Ausschuss. Seit 1,5 Jahren befassen wir uns hier intensiv mit den Pannen, den technischen Mängeln und dem Organisationsversagen am BER. An der Baustelle ist seitdem praktisch nichts passiert. Die Baustelle ruht, es laufen mal ein paar Leute darüber, aber eigentlich geschieht nichts. Es gibt keinen Fortschritt und auch der hochgelobte technische Geschäftsführer Herr Ammann, der dort ein Jahr die Baustelle archäologisch untersucht hat, hat nicht mal einen Abschlussbericht verfasst, den man uns hier vorlegen konnte. Meine Damen und Herren, das zeigt, wie auch der Berliner Senat sich überhaupt nicht engagiert, wie sich der regierende Bürgermeister überhaupt nicht engagiert und wie auch diese sogenannte Infrastrukturkoalition, gucken sich die Leute an, hier sitzt und das Ganze einfach so geschehen lässt. Das ist nicht in Ordnung und deshalb müssen wir diesen Antrag hier heute beschließen. Sie haben Herrn Ammann degradiert, Sie haben Herrn Professor Schwarz, den Hauptgeschäftsführer, entlassen. Dann haben Sie Herrn Medorn angestellt, der hauptsächlich in der Funktion als sein eigener Pressesprecher fungiert. Erst will er Tegel offen lassen, dann will er eine Spareröffnung machen. Die Nachricht dieser Woche heißt, ein weitgehendes Bauende noch 2014. Meine Damen und Herren, was bitteschön ist denn das? Ein weitgehendes Bauende noch 2014. Ich kann mir da wenig drunter vorstellen. Auch das ein Indiz dafür, dass wir hier einen ganz klaren Plan von diesem Senat auf diesen Tisch gelegt haben wollen. Wir haben, meine Damen und Herren, vor einem Jahr hier uns unterhalten über einen Misstrauensantrag. Den hatten wir damals beantragt gegen Klaus Wowereit. Die Koalition hat dagegen gehalten. Und Sie, Herr Saleh und Herr Graf, Sie haben uns hier versprochen, von diesem Pult aus, dass Sie die Flughafenkrise meistern wollen. Das waren Ihre Worte, Herr Graf. Und was haben Sie seitdem unternommen? Offensichtlich nichts. Nichts ist passiert. Sie haben uns hier versprochen, und das will ich noch mal in Erinnerung bringen, Herr Graf. Sie haben uns hier gesagt, Zitat, meine Erwartung ist, ich sitze nicht im Aufsichtsrat, dass die drei Gesellschafter sehr schnell klären, wie man diesen Aufsichtsrat neu aufstellt, umfassend neu aufstellt. Dabei bin ich ausdrücklich der Meinung, Experten von außen, die was von Brandschutzfragen verstehen, zu holen. Herr Saleh hat hier Ähnliches gesagt. Und was ist passiert? Nichts. Es ist das Gegenteil passiert, Herr Saleh. Sie haben sogar Herrn Wowereit und einen weiteren Vertreter des Landes Berlin im Aufsichtsrat neu bestätigt. Sie hatten die Chance, durch Ablauf der Mandatszeit unkompliziert andere Leute da reinzubringen. Das haben Sie verpasst. Sie haben das Gegenteil gemacht. Sie haben einfach verlängert. Herr Henkel, Sie persönlich haben zugestimmt, den regierenden Bürgermeister abermals zum Aufsichtsratschef zu machen. Sie persönlich sind mit dafür verantwortlich, dass am BER nichts weitergeht. Sie sind einer, der für dieses Pannenprojekt hauptverantwortlich ist. Das muss man hier einfach auch in dieser Deutlichkeit mal sagen, damit sich nicht alle hinter Herrn Wowereit hier verstecken können seitens der Koalition. Wir haben versucht, im Ausschuss für Bauen und Verkehr Herrn Medorn einzuladen. Ich kann das ja mal erzählen. Die Koalition hat das blockiert.
Die haben gesagt, wir brauchen den Medorn hier gar nicht, wir wollen das gar nicht wissen. Wir wollen, wenn irgendwann ein Eröffnungstermin steht, dann laden wir die in den Ausschuss ein und dann können wir uns darüber unterhalten. Meine Damen und Herren, Sie haben kein ernsthaftes Interesse an Aufklärung. Sie haben kein ernsthaftes Interesse an parlamentarischer Begleitung dieses ganzen Vorgangs BER. Sie haben kein Interesse, dass BER demnächst fertiggestellt wird. Das ist ein Skandal. Und deshalb müssen wir hier heute beschließen, den Senat auffordern, legt endlich einen Kosten- und Zeitplan vor, sonst wird das nie was mit diesem Flughafen. Dankeschön.